Okay, wir haben den 24.12.2011. Es ist 2:20 Uhr und ich bin gerade auf dem Kanal von den Außenseitern auf YouTube. Und ehrlich gesagt, ich kann es gar nicht glauben. Ich wollte mir noch mal ihren Film angucken, Therapie. Hier über das Menü auf der Seite gerade, geh auf Film starten und sehe dann das hier. Therapie, dieses Video ist aufgrund des Urheberrechtsanspruchs von Psycho Channel YouTube nicht mehr verfügbar. Das tut uns leid. Mir tut das auch leid, weil erstens ist es nicht gut für dein Karma, Psycho Channel YouTube, und zweitens, ich wollte gerne diesen Film sehen. Ich habe den Film schon heute Morgen um 11 Uhr gesehen und der ist wirklich der Hammer. Schnitttechnik, Message und die ganze Machart, alles drum und dran, das hat mich absolut bewegt, absolut berührt. Und ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, wie kann man diesen Film einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Und jetzt nachts, ich kann nicht schlafen, ich will mir diesen Film nochmal angucken und er ist gesperrt. So, selbst wenn Psycho Channel YouTube Teile dieses Films gehören sollten, sperrt man diesen Film nicht. Ich bin jetzt auch gerade verwundert, warum YouTube diesen Film sperrt, aber gut, da gibt es wahrscheinlich Mechanismen. Aber dieser Film ist die Wahrheit. Dieser Film ist echt, dieser Film ist selbst gemacht und da steckt ein Jahr Arbeit, Liebe und Herzblut drin. Und es ist für mich ein absolutes Unding. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das klären wird und regeln wird. Und wie gesagt, Psycho Channel, ich sag dir nur, das sind Späße, die man macht, das sind dumme Streiche, aber das ist nicht gut für dein Karma. Du zerstörst damit so etwas Wertvolles. Ist die Frage, wie du das wieder gut machen willst. Und an alle anderen, guckt euch den Film an, ja? Ich habe heute schon allen meinen Freunden, allen meinen Bekannten diesen Film empfohlen. Viele haben ihn direkt geguckt und waren unglaublich begeistert. Ich sage euch, er wird auch euch begeistern, er wird auch euch bewegen. Und tut mir den Gefallen, der Film wird wieder online kommen und wenn er wieder online ist, teilt ihn mit euren Freunden, lasst ihn rumgehen, sprecht darüber, unterhaltet euch darüber, weil das Thema ist wirklich wichtig. Das ist das, was jeden etwas angeht. Und dann werden wir auch das hier wieder gut machen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. In diesem Sinne, bis Spider-Man.